Sachbearbeiter Martin Schacke aus Isseroda in Thüringen ist von Sternen fasziniert. Deswegen hat der 56-Jährige sich in den vergangenen 7 Jahren eine eigene Sternwarte gebaut, samt 3 Meter hoher Kuppel, direkt neben seinem Eigenheim. Ich interessiere mich schon seit Kindertagen, also seit der Vorschule schon, für Astronomie. Das hat mich schon immer fasziniert und es wird auch wahrscheinlich so bleiben, ne? Mein Vater hat mir ein astronomisches Buch geschenkt, da war ich 3., 4. Klasse, sowas. Und weil ich schon immer so was wissen wollte darüber und so weiter. Und so fing das an. Knapp 50 Jahre ist das her, doch erst jetzt hat er sich den Traum einer eigenen Sternwarte erfüllt. Also das Material ist ganz profanes Bauholz aus dem Baumarkt. Das sind Bautafeln gewesen. Und die wurden mit einer Oberfräse zurecht gefräst, verleimt, verklebt, montiert und dann kam von draußen 4 mm Birkenholz drauf und es wurde mit GFK beschichtet und wetterfest gemacht. Die Kuppel hat rund 3000 Euro gekostet. Dazu kommen unzählige Arbeitsstunden. Sie ist drehbar und beruht auf Konstruktionsplänen aus den 1950er Jahren, die Schacke im Internet recherchiert hat. Das Besondere ist aber das installierte Teleskop. Das Teleskop steht auf einer sogenannten parallaktischen Montierung. Die hat einen elektrischen Antrieb, der die tägliche Bewegung des Sternenhimmels nachführt, damit man, wenn man ein Objekt einstellt, dass es auch immer drin bleibt und man nicht hin und her drehen muss. Die Montierung ist ein Eigenbau, stammt auch noch aus DDR-Zeiten. Und ich habe die erworben, also ich habe sie nicht komplett neu gebaut. Ich habe sie nur umgebaut und umkonstruiert, ne? Also sie ist basiert auf einer schon vorhandenen Montierung. Die Nachbarn reagieren bisher positiv auf die kuriose Konstruktion. Die meisten sind positiv, also ich habe noch keine negativen Erfahrungen gesammelt. Also die sind alle ganz angetan und neugierig. Und gut, hat ja auch nicht jeder in der Nachbarschaft eine Kuppel stehen. Aber eigentlich ist es ganz positiv aufgenommen worden. Und diese Kuppel samt der verbauten Technik erlaubt so den direkten Blick vom Weimarer Land hinaus ins Weltall. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.